Liebe Bewerberinnen und Bewerber vom Sozialpreis 2021 freiwillig engagiert. Die Jury war überrascht und hat sich sehr gefreut, dass trotz Corona 30 Bewerbungen eingegangen sind. Wegen Corona müssen wir leider auch dieses Jahr auf die Feier vor Ort verzichten. Das bedauere ich sehr. Ich danke allen Teilnehmenden jetzt auf diesem Weg für ihre Eingabe und ihr grosses Engagement in den unterschiedlichsten Projekten. Alle Projekte sind einmalig und haben die Jury sehr beeindruckt. Für den Sozialpreis 2021 freiwillig engagiert, hat die Jury ihre Wahl getroffen. Sie zeichnen zwei ganz unterschiedliche Projekte aus. Zum einen Papa News und zum anderen Solidaritätsnetz Bern. Ich gratuliere im Namen der Jury den beiden Organisationen herzlich zu diesem Preis. Papa News ist ein Online-Magazin, wo junge Migrantinnen und Migranten uns einen einmaligen Einblick in ihre Lebenswelt geben. Sehr authentisch, mal witzig, mal ernst und häufig sehr berührend. Der zweite Preisträger ist das Solidaritätsnetz Bern. Es ist nicht im World Wide Web verankert, sondern real in der Stadt Bern. Das Netz beratet, begleitet und unterstützt Migrantinnen und Migranten, die wegen ihrem prekären Aufenthaltsstatus in Not geraten sind. Ich freue mich, im Namen der Jury den beiden Preisträgern je 10'000 Franken zu übergeben. Ich danke auch allen, die dieses Jahr beim Sozialpreis mitgemacht haben. Und es ist schön, wenn ihr euch auch in Zukunft für eine solidarische und soziale Stadt Bern engagiert.